Ja, es ist ja meine freudige Überraschung. Ja. Fein, kommen Sie. Was führt Sie denn zu uns? Sind Sie freiwillig da oder haben Sie eine Überweisung? Nein, ich bin ja selbst ein Weiser. Ne? Selbst ein Weiser? Ja, dann ist das Ernstes. Komm, es geht um psychische Probleme. Oh, Sie haben psychische Probleme? Ja, dann legen Sie vielleicht am besten hin. Ja, machen Sie, bei psychischen Problemen sollten Sie liegen. Ja. Aha. Ja. Sie haben also psychische Probleme. Ja, wo liegen die denn? Ja, nicht bei mir, sie liegen bei den anderen. Aha. Ja, weil, dass sich keiner jetzt mal so richtig gescheit aufregt über diesen ganzen Rotz, diese Finanzkrise, das verblätschert sich jetzt wieder so, ohne dass irgendwer mal so zur Rechenschaft gezogen wird oder dass wenigstens mal eine Scheibe einfliegt. Sie haben Gewaltfantasie? Na, träumen schon manchmal jetzt so Zeug. Ne? Also unlängst habe ich geträumt. Na? Soll ich es wirklich erzählen? Wir sind doch unter uns. Naja, also es ist fast schon schlimm. Also ich habe geträumt, ich hätte wegen der Finanzkrise den Berlusconi erschossen. Ja, Berlusconi ist im Prinzip richtig. Nicht, aber die Finanzkrise, die können Sie auch an Berlusconi nicht in die Schuhe schieben. Nicht. Ja, freilich nicht, aber das ist das Problem. Die Krise hat überhaupt kein eigenes Gesicht. Ja, es gibt keinen einzelnen Schuldigen. Und ich schätze mal, dann sucht man sich im Traum kompensatorisch einen aus, wo man denkt, ja, da wird es schon passen. Und bei Berlusconi, da hatten Sie ein gutes Gefühl. Ja, es war ja nicht Berlusconi, also es war schon Berlusconi, also vielmehr, er war Kellner in einer Pizzeria und ich habe Calzone bestellt. Ne? Ja. Und Berlusconi bringt mir ein Fungi und ich sage, hallo Meister, ich habe Calzone bestellt. Und dann sagt er, es steht im Leider, bringt jetzt die richtige. Und dann habe ich gesagt, nicht nötig, gehen Sie her. Und dann habe ich ihn erschossen. Und sind aufgewacht? Ja, nee, erst habe ich noch die Pizza gegessen, die war ja bezahlt. Ne? Und dann bin ich aufgewacht, ja. Ja. Und hatten Schuldgefühle? Ja, eben nicht, ja. Ich war saugut drauf, das beunruhigt mich ja so. Das brauchst du nicht beunruhigen, wissen Sie was? Sie sind ein gesunder Mann. Moment, ich habe ja auch noch vom Busch geträumt. Ach, ja. Hat er auch gekellnert? Bei Burger King? Nein, ich habe nur geträumt, ich hätte den Busch jetzt kurz vor seiner Rente, aus Gerechtigkeitsgründen, hätte ich noch geschwind beim Haider mit ins Auto reingesetzt. Ja? Das träume ich bald jede Nacht und ich werde ja bald wahnsinnig und ich weiß gar nicht mehr, wo das... Sie jetzt ab? Hallo? Sie sind nur Patientensprecher. Was fällt Ihnen ein, hier zu behandeln? Ich behandle doch gar nicht. Der Mann ist in glänzender Verfassung. Das stimmt gar nicht. Was? Doch. Sie haben weder die Kompetenz noch die Berechtigung, hier irgendwelche Diagnosen zu stellen. Also, was ist mit Ihnen? Ich habe psychische Probleme. Na, im Gegenteil. Ruhig jetzt! Herr Pelzig, ich weiß doch, wo Sie herkommen. Da sind psychische Probleme der Normalzustand. Also jetzt, runter von der Couch. Ja? So, und wir zwei gehen jetzt mal ins Separé. Ein paar klare Worte miteinander. Lassen Sie sich nicht einreden. Unverschämtheit! Ruinieren Sie mir mein Intro. Ach, könnte gut mit dem Blödsinn. Dann werden Sie mir auch noch meine Ja, spinne ich jetzt oder nicht? Also wirklich. Da steht mir wieder ganz alleine da mit seinen Problemen in dieser elenden Finanzkrise. Es ist zum Verzweifeln. Manchmal möchte ich durchdrehen, aber es geht ja Gott sei Dank nicht nur mir so, sondern auch den Fachleuten. Ich habe ja keine Ahnung, aber auch Fachleute drehen durch. Und ich sage Ihnen mal eins, das mit dem Flick, ja, mit dem weckenden Flick, das war kein Diebstahl, das war eine astreine Auferstehung. Ja. Ja. Der hat es nicht mehr ausgehalten, das Elend. Und in New York sind ja inzwischen schon die ersten Investmentbanker den umgekehrten Weg gegangen und haben sich aufgehängt. Vom Ansatz her sicher gut gedacht, aber auf die Fläche gesehen auch keine Lösung. Was soll jetzt werden? Was ist denn überhaupt die Lösung?
Ja, eins ist klar, die Staatsverschuldung nimmt wieder zu. Nächstes Jahr kann sich der Steinbrück wieder 20 Milliarden, muss er sich leihen, 20 Milliarden Euro neu leihen, weil niemand weiß, was die Opel-Rettung im Wahljahr vielleicht doch noch kosten wird. Die Opel-Rettung, dann haben wir auch noch die Bankenrettung. Allein für die Bankenrettung muss der deutsche Staat 20 Milliarden Euro den richtig rüberschieben, auf den Tisch legen, den Banken. 20 Milliarden, wenn nicht vielleicht 50 Milliarden. Ist auch der Wahnsinn, wie schnell wir uns an diese unglaublichen Summen gewöhnt haben, oder? 20 Milliarden, 50 Milliarden, 700 Milliarden. Vor ein paar Wochen haben wir uns noch aufgeregt, als diese Flaschen bei der KfW versehentlich 300 Millionen an Lehmann überwiesen haben, ja? 300 Millionen, heute wird man sagen, Glückwunsch, Schnäppli, ja? Ja. So, ich sag Ihnen... Also muss sich der Steinbrück wieder Geld leihen. Und wo leider sich's, wo hat der Staat eigentlich die Schulden? Ich kann es Ihnen sagen, bei der Bank. Der Staat macht es wie wir, er geht zur Bank. 2/3 der Staatsschulden sind bei Kreditinstituten. Also wird der Steinbrück auch jetzt wieder zu den Banken hinrennen. Ist auch komisch, gell? Erst schenkt der Staat den Banken ein Geld, um sich danach wieder teuer auszuleihen. Ich habe keine Ahnung, ich weiß, aber in meinen Ohren klingt es nach einem möglicherweise ungünstigen Geschäft. Ja. Aber der Staat leiht sich ja das Geld jetzt durchaus nicht nur bei den Banken, sondern auch bei uns, bei seinen Bürgern. Bundesanleihen, kennen Sie das? Bundesanleihen, leiht man dem Staat ein Geld, dann ist der Staat mein Schuldner. Ja, Bundesanleihen sind ja der totale Renner, gerade weil Bundesanleihen so sicher sind. Und warum sind sie so sicher? Weil der Staat ein guter Schuldner ist. Und warum ist er das? Weil der Staat sehr gute Bürger hat. Und wer sind die Bürger? Wir wieder, die Steuerzahler. Ja. Also ist auch wieder komisch, ist auch wegen dem Deppert. Ja, wenn ich mit Bundesanleihen kaufe, bin ich Gläubiger des Staates und gleichzeitig der Bürger meines Schuldners. Klingt auch wieder wegen einem Hütchenspiel. Ja. Obwohl, ich gebe zu, ich habe mir selber schon überlegt, in diesen unsicheren Zeiten, kaufe ich mir jetzt kein neues Auto, sondern Bundesanleihen. Habe ich gesagt, Kevin, Bundesanleihen, entweder oder. Und jetzt sagen sowohl mein Bankberater als auch mein Opel-Händler, sagen beide belzig, ja, kauf dein Bundesanleihen und finanzier den Opel über die Bank. Ja, ich bin zwar, aber ich bin ja nicht blöd, ja. Weil das im Grunde heißt es doch, erst schenkt der Staat mein Steuergeld der Bank. Dann leiht er sich zurück, muss an die Bank Zinsen zahlen. Die Zinsen zahlt er wahrscheinlich von meinem Bundesanleihen. Dann nimmt er das geliehene Geld und rettet damit auf Kredit die Firma Opel, wo ich auf Kredit zum zweiten Mal ein Auto bezahlen soll, das dann in den nächsten 5 Jahren der Bank gehört. Ja? Und wenn die Dreckskarre dann nichts mehr wert ist, dann ist sie mein eigenes. Ja? Ja. Also das ist doch deppert.